das nicht noch? Nur irgendein Reaper. Ein Menschen-Reaper. Exakt. Oh, Loki. Die Kollektoren haben anscheinend Zehntausende Menschen verarbeitet. Um den Reaper fertigzustellen, sind erheblich mehr nötig. Das Ding ist abscheulich. Edie, wie können wir es zerstören? Die großen Schläuche, die die Flüssigkeit injizieren, sind strukturell ein schwaches Glied. Durch ihre Zerstörung bricht die Stützkonstruktion zusammen und damit auch der Reaper. Geben Sie uns eine Minute, Edie. Alright. Wir müssen uns erst noch um ein paar alte Freunde kümmern. Wir übernehmen den Kontrolle. Meine Angriffe werden Sie zerreißen. Ich weiß, dass Sie das spüren. Sie werden den Schmerz kennenlernen, Shepard. Schuss, aber die müssen wir enden. Sie zur Normandy. Joker, lassen Sie die Triebwerke warm laufen. Ich werde den Laden in die Luft sprengen. Wird gemacht, Commander. Commander, da kommt gerade ein Signal vom Unbekannten rein. Eddie stellt durch. Ah ja, klar. Shepard, Sie haben das Unmögliche geschafft. Ich war Teil eines Teams. Einige davon haben für die Mission ihr Leben gegeben. Ich weiß. Wir werden Ihr Opfer nicht vergessen. Sie haben getan, was Sie tun mussten. Und Sie haben die Basis der Kollektoren eingenommen. Ich habe die Pläne vor mir, die Edie hochgeladen hat.
Ein gezielter Strahlungsimpuls würde die restlichen Kollektoren töten, aber Maschinen und Technologie intakt lassen. Das ist unsere Chance, Shepard. Sie haben einen Reaper gebaut. Dieses Wissen, diese Grundstruktur könnte uns retten. Sie haben Menschen verflüssigt und in etwas Schreckliches verwandelt. Wir müssen die Basis zerstören. Seien Sie nicht so kurzsichtig. Unsere beste Chance gegen die Reaper liegt darin, ihre eigenen Ressourcen gegen sie einzusetzen. Shepard, Commander, diese Anlage ist Datenmaterial. Sie hat keine inhärente ethische Ausrichtung. Ihre Zerstörung bringt keines der Opfer zurück. Aber sie zu behalten, verhindert vielleicht weitere. Sie haben direkt mit den Kollektoren zusammengearbeitet. Wer weiß, welche Informationen dort zu finden wären. Die Basis ist ein Geschenk. Wir können sie nicht einfach zerstören. Welche Technologie wir dort auch immer finden, es wäre die Sache nicht wert. Shepard, Sie sind im Kampf für Ihre Überzeugungen gestorben. Ich habe Sie zurückgebracht, damit Sie weiterkämpfen können. Manche würden behaupten, dass wir bei Ihnen zu weit gegangen sind. Aber sehen Sie doch nur, was Sie erreicht haben. Ich habe Sie nicht aufgegeben, weil ich Ihren Wert kannte. Und jetzt sollten Sie diese Anlage nicht einfach aufgeben. Denken Sie doch an das Potenzial. Wir werden kämpfen und auch ohne Basis gewinnen. Angst wird nicht bestimmen, wer ich bin. Denken Sie daran, was auf dem Spiel steht. An alles, was Cerberus für Sie getan hat. Sie... Danke, Tali. Weg hier. In 10 Minuten jagt die Überlastung des Reaktors die ganze Station in die Luft. Oh yeah. Jetzt wird's geil. Sein Schwachpunkt sind nur seine Äuglein. Legion, du haust dich ab.
ja super aus. Alle noch am Leben. Ja, der Legion ist okay. Wie sieht's bei Tali aus? Okay, sie bewegt sich, also ist sie okay. Hören Sie mich? Commander! Kommen Sie, Shepard, lassen Sie mich nicht hängen! Hören Sie mich! Wir sind ja da. Ich bin hier, Joker. Hat es das Bodenteam geschafft? Alle Überlebenden an Bord, wir warten nur noch auf Sie. Oh. Mensch, Sie haben nichts verändert. Ihre Spezies hat jetzt die Aufmerksamkeit von Wesen, die Ihnen weit überlegen sind. Diejenigen, die Sie als Reaper kennen, sind Ihre Erlösung durch Vernichtung. Eindeutig. Na, das klingt auch nett. Importieren Sie in Mass Effect 3 Ihre Spielstände, falls Sie Teil 2 überleben. Nett. Ich würde sagen, wir haben alle überlebt. Nehme an, ich bin jetzt gefeuert. Es wird bei Ihnen zur Gewohnheit, mich mehr als nur Zeit und Geld zu kosten. Die Basis hat zu viele Leben gekostet. Ich bedauere nicht, dass sie weg ist. Die ersten von vielen weiteren Leben. Die Technologie der Basis hätte die Dominanz der Menschen über die Galaxie gesichert. Gegen die Reaper und darüber hinaus. Dominanz der Menschen oder nur von Cerberus? Wenn Cerberus stark ist, ist auch jeder Mensch stark. Cerberus ist die Menschheit. Ich hätte wissen müssen, dass Sie an unangenehmen Entscheidungen ersticken würden. Zu viel Idealismus von Anfang an. Es geht mir nicht um Ihre Zustimmung. Der Vorbote kommt und er wird nicht alleine sein. Die Menschheit braucht jemanden, der sich um sie kümmert und sie anführt. Ab jetzt erledige ich alles auf meine Art, ob Ihnen das nun passt oder nicht. Wenden Sie sich nicht von mir ab, Shepard. Ich habe sie gemacht. Ich habe sie von den Toten zurückgebracht. Joker, Kanal abschalten. Ich würde sagen, wir sind nicht mehr freundschaftlich mit ihm verbunden.
könnte jetzt eine Reparatur gebrauchen. Sollte uns das jetzt sagen, ja, die Reaper sind auf dem Vormarsch. Da kann man sich auch denken, wie der dritte Teil dann anfangen wird. Ja, das war's jetzt, Leute. Das war Mass Effect 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es von der Handlung her eigentlich nicht sehr vielfältig war. Hauptsächlich hat man ja nur die ganzen Leute rekrutiert, damit man dann diese eine Mission schaffen kann. Aber ich finde trotzdem, es war ein tolles Spiel. Schauen, was ich als nächstes machen werde, aber die Credits sind nicht das letzte, was ich zeige, denn es kommt noch ein letztes Gespräch mit der guten Tali. Credits wirklich verlassen? Ja, bitte. Denn es kommt noch ein kleines, lustiges Gespräch. Da wären wir. Ja, Fische sind schon wieder tot, war ja klar. Ich wusste gar nicht, dass ich noch Fische drin hatte. Ab zum Maschinendeck. Hey Tali, wie geht's dir? Nur zur Information. Ich habe Fieber und eine böse Erkältung. Und in meinen Nebenhöhlen ist Zeug, das ich nicht mal beschreiben kann. Und es war die Sache total wert. Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Für Sie? Natürlich. Ich kann Ihnen gar nicht sagen... ja, das kennen wir schon, aber... Aber ich würde es verstehen, wenn du dir etwas... jemand anderes... Ich will deine Gesundheit nicht aufs Spiel. Ja. Allein zu hören, dass sie sich von der schönen Nacht mit Shepard erkältet hat und trotzdem meint, es war die Sache wert. Das war das Lustige. Also, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß mit dem Spiel wie ich. Also... Bis zu meinem nächsten Projekt. Ciao, ciao.